Herr Dr. Kohlberg, wir sind in Wien beim St. Gallen Konsensus Meeting und heute sind viele Vorträge, Debatten gewesen, wie man denn die Achselhöhle bei Brustkrebs oder in der Brustkrebssituation behandelt. Und da geht es ja auch um Strahlentherapie, operativer Therapie. Worum ging es da und was wurde da diskutiert? Ja, vielen Dank für den Ball, der mir zugeworfen wurde zur Lokaltherapie. Heute war tatsächlich ein Tag, der sehr stark im Zeichen der Behandlung der Axilla stand. Es ist so, um das mal einleitend zu sagen, dass wir kommen ja aus einer Situation, in der wir die Achselhöhle vor vielen Jahrzehnten noch sehr radikal behandelt haben, mit den entsprechenden Folgen, die vielen ja noch auch schreckend vor Augen stehen, mit dicken Armen und so weiter. Und wir haben das ja immer weiter deeskaliert und sind ja inzwischen dabei, dass der Standard ja die Wächterlymphknotenbiopsie ist, also nur die Entfernung von bestimmten Lymphknoten, die den Eingang zur Achselhöhle bewachen und damit uns auch sagen, ob der Rest der Achselhöhle befallen ist oder nicht. Aber wie immer in der Medizin ist das ja jetzt nicht so, dass wir dabei stehen bleiben wollen. Das heißt, auch da ist es so, dass wir weiter versuchen zu deeskalieren. Und tatsächlich ist es so, dass das Thema heute im Wesentlichen gewesen ist, auf der einen Seite, wer sind die Patienten in der Primärsituation vor einer Primäroperation, die keine neoadjuvante Therapie bekommen, bei denen wir weiter deeskalieren können. Und die zweite Frage ist gewesen, was ist mit den Patienten, die vorher befallene Lymphknoten hatten und nach einer neoadjuvanten Therapie jetzt klinisch unauffällige Lymphknoten haben, wie können wir da weiter, oder ist da eine weitere Deeskalation erlaubt? Und ich will das mal so ein bisschen in zwei Teile aufteilen. Der erste Teil, in der ersten Sitzung morgens, da ging es auch um die postneoadjuvante Situation, aber da war das Entscheidende eigentlich die Therapie und Situation vorher. Denn da ist etwas passiert, was in St. Gallen, seitdem ich hier hinfahre, jedenfalls noch nicht passiert ist, und das ist auch schon 20 Jahre, nämlich ein sehr, sehr prominenter Kollege aus Italien, Oreste Gentilini, hat Originaldaten vorgestellt. Und zwar nicht von irgendeinem kleinen Projekt, sondern von einer großen Studie mit 1600 Patientinnen. Um das ganz einfach zu sagen, das sind alles Patientinnen gewesen mit Mammakarzinom unter 2 cm Größe, die klinisch und im Ultraschall unauffällige Lymphknoten hatten. Ganz wichtig, nicht in allen Ländern wird Ultraschall gemacht, der Achselhöhle. In Deutschland ja, aber in den USA zum Beispiel sind sie ganz oft nur die Tastuntersuchung gemacht. Ein Riesenstreitpunkt übrigens, die Frage, wer hat klinisch unauffällige Lymphknoten? In Amerika heißt es immer, man kann die nicht tasten. Bei uns heißt es immer, man kann die im Ultraschall nicht sehen. Wir sehen aber natürlich im Ultraschall mehr, als das in anderen Ländern der Fall ist. Also in dieser Studie wurde Ultraschall gemacht. Und die Sound-Studie, so hieß die Studie, hat untersucht, ob man bei diesen Patientinnen, die niedriges Risiko haben, Herr Gentilini schätzt, es sind ungefähr 25% der Patienten, die primär operiert werden, insgesamt, ob man bei denen auch auf die Wächterlymphknotenbiopsie verzichten kann. Und die Kollegen haben das gemacht, vor 10 Jahren geplant, 5 Jahre lang rekrutiert, jetzt nach 6 Jahren 5 Jahre Follow-up auch gehabt. Das heißt, die Patienten haben jetzt alle einen langen Follow-up. Und es zeigt sich von der Prognose der Lokalrezidive, der Metastasierung des Gesamtüberlebens überhaupt kein Unterschied, ob ich bei diesen Patienten jetzt die Achselhöhle mit einer Wächterlymphknotenbiopsie operiere oder nicht. Das ist eine sehr gute Nachricht für alle Patientinnen mit einem primären Mammakarzinom. Auch eine gute Nachricht für alle Patienten, die in Deutschland an der INSEMA-Studie teilgenommen haben, in der wir das ähnlich ja auch gemacht haben mit 5000 Patientinnen, bei denen wir jetzt noch keine Aussage haben, weil der Follow-up noch andauert. Aber da wird sicherlich der Weg hingehen, da bin ich mir ganz sicher. Und das ist ein erster Meilenstein, der hier eingeschlagen wird, dass wir bei den Patientinnen, die klinisch und in der Bildgebung, muss immer dazu sagen, in der Bildgebung auch unauffällige Lymphknoten haben, dass wir bei denen wahrscheinlich bei einem Großteil auf die Entfernung von Wächterlymphknoten verzichten können. Ob das jetzt morgen schon practice-changing sein wird, dafür müssen wir das erst noch ein bisschen verdauen. Das ist jetzt erstmal ein Kongressvortrag gewesen, ohne Publikation. Aber da geht die Reise sicherlich hin, dass wir das bei diesen Patienten machen werden. Und in der klinischen Routine machen wir das noch nicht bei allen. Aber es gibt durchaus viele Patienten, denen wir das heute ja auch schon im Rahmen der Deeskalation vorschlagen, dass wir sagen, wir müssen bei ihnen nicht unbedingt an die Achselhöhle dran. Das ist ja immer noch ein individuelles Vorgehen, muss man immer alles genau begründen. Ist nicht leitlinienkonform, muss man sagen. Aber machen natürlich viele von uns schon, gerade bei der älteren Patientin, bei der die operative Nebenwirkungsrate. Was ist denn die ältere Patientin? Wo fängt denn das an? Na, das kann man definieren, wie man möchte. Je älter man selbst wird, umso weiter schiebt sich das nach hinten. Herr Gentilini hat heute vorgeschlagen in seinem Vortrag, das so bei Patienten ab 70 zu diskutieren. Das ist auch in Übereinstimmung mit einer Leitlinie in den USA von der amerikanischen Gesellschaft für Brustchirurgie, die heißt bezeichnenderweise Choosing Wisely. Auch
die natürlich noch ohne richtige Datenlage, muss man sagen, aber auch da wurde schon empfohlen, bei Patienten mit guten Kriterien, Rezeptor positiv, Herzmonitor negativ, kleine Tumoren, klinisch unauffälliger Lymphknoten in der Achselhülle, eben darauf zu verzichten bei Patienten über 60. Das wird wahrscheinlich durchaus auch morgen nochmal Thema beim Konsens werden, da bin ich mir ganz sicher. Jetzt haben wir ja aber auch die Patientin, die neoadjuvant, also vor der Operation, eine Therapie bekommen. Ja. Und vorher schon auffällige Lymphknoten hatten. Ja. Was machen wir denn mit denen? Tatsächlich gibt es sogar zwei Gruppen, muss man sagen, die das jetzt betrifft, die auch heute diskutiert worden sind. Nämlich, wir müssen immer unterscheiden, die Patientin, die wir gerade besprochen haben, die hat klinisch unauffällige Lymphknoten und auch im Ultraschall keinen Hinweis auf Lymphknoten. Also, wenn die Metastasen hätte, wären das klinisch okkulte, also versteckte Metastasen. Es gibt aber auch die Patientinnen mit den auffälligen Lymphknoten. Und man darf die nicht in einen Topf werfen in der Behandlung, weil das schon einen Unterschied macht. Also, im Wächterlymphknoten zufällig gefundene Metastasen von 3 mm Größe haben wahrscheinlich eben nicht die gleiche Bedeutung wie zwei Metastasen, die ich getastet habe in Lymphknoten. Nur um diese Gruppen muss man auseinanderhalten, auch in den Studien. Und da gibt es die Situation vor einer Primäroperation, da gibt es ja auch die Situation, die haben günstige biologische Kriterien. Da ist es so, dass wir im Moment diskutieren, das ist noch nicht ganz klar, was da der richtige Weg ist. Ob die wirklich alle eine Achselhöhlenoperation komplett brauchen oder ob man da auch mit dieser mit der Entfernung von Target-Lymphknoten und Wächterlymphknotenbiopsie arbeiten kann. Das ist insofern ein ganz aktuelles Thema, weil leider das amerikanische Netzwerk der Krebszentren, das ist NCCN, eine Leitlinie letztes Jahr herausgegeben hat, in der empfohlen wird, bei diesen Patientinnen mit tastbaren, also klinisch auffälligen Lymphknoten eine Wächterlymphknotenbiopsie zu machen, weil die ja die ACOSOC-Kriterien dieser anderen Studie erfüllen würden. Das sehen wir anders, muss man sagen. Das ist ein ganz krasser Fall einer meiner Ansicht nach Fehlinterpretation im Rahmen einer Leitlinienkommission. Und deswegen war das ein spannendes Thema. Da sind wir noch nicht weiter, das wissen wir nicht genau. Im Moment ist noch der Standard die Achselhöhlenoperation, die komplette, aber da versuchen wir auch in Studien das zu verändern. Spannender noch ist die Frage, was passiert bei Patienten, die vorher befallene Lymphknoten hatten, eine Therapie bekommen haben und danach keine auffälligen Lymphknoten mehr haben, wo wir also glauben, dass die Lymphknoten gut angesprochen haben. Diese Patienten haben, der Standard im Moment in Deutschland ist bei diesen Patienten die sogenannte Targeted Axillary Dissection, die TAD. Das ist die Kombination aus einer Wächterlymphknotenbiopsie, die wir vorhin schon beschrieben haben, und der Markierung eines dieser befallenen Lymphknoten mit einem Clip oder Seed oder Tätowierung. Und die Entfernung dann nach der Operation, bei der Operation dieses Lymphknotens und der Wächterlymphknoten. Das reduziert die Falsch-Negativrate auf um die 2-4% ungefähr und damit in den Bereich der auch der Achselhöhlen, kompletten Achselhöhlenoperation. Trotzdem ist es so, dass natürlich Langzeitdaten für die Frage, was mit diesen Patientinnen passiert, noch ausstehen. Und das war ein ganz wesentlicher Punkt dieser Debate heute, dieser Debatte zwischen der bekanntesten Brustchirurgin der Welt, muss man sagen, Monica Morrow aus Memorial Sloan Kettering in New York und einer sehr, sehr intelligenten Strahlentherapeutin aus Israel, die diskutiert haben, ob man deeskalieren darf schon oder nicht. Und zwar in dem Fall, in dem wir bei dieser Situation, wenn wir nach der Chemotherapie eigentlich unauffällige Lymphknoten haben und dann operieren und dann finden wir doch noch einen befallenen Lymphknoten. Was machen wir mit denen? Müssen wir denen jetzt allen die komplette Achselhöhle operieren oder können wir die zum Beispiel auch bestrahlen? Und da ist es so, dass es neue Daten gibt von Strahlentherapien, die sogenannte RAPCHEM-Studie aus Niederlanden, die tatsächlich zum ersten Mal in der Strahlentherapie die Frage der Bestrahlung der Lymphabflusswege abhängig gemacht haben von der Frage des Ansprechens auf eine neoadjuvante Therapie. Bisher war es immer so, Strahlentherapie wird am Anfang festgelegt und so durchgezogen, egal wie die Patienten ansprechen. Und die RAPCHEM-Studie macht das zum ersten Mal abgestuft nach Ansprechen und das scheint doch tatsächlich das gleiche Ergebnis zu bringen bei den Patienten. Und deswegen ist es so, dass in dieser Diskussion Frau Morrow immer gesagt hat, nein, solange wir keine anderen Daten haben, müssen wir alle mit befallenen Lymphknoten nach einer Neoadjuvanz komplett an Achselhöhle operieren. Hat selbst auch gesagt, das hat wahrscheinlich keinen Einfluss aufs Gesamtüberleben, sondern verhindert nur die Lokalrezidivrate. Persönlich bin da so ein bisschen, ich bin da nicht der Meinung von Monica Morrow, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sag mal, um mich herum hatte ich viele Europäer sitzen, die der gleichen Ansicht waren, weil es doch eine starke Morbidität macht an der Achselhöhle. Es mutet Patienten Nebenwirkungen zu, die wahrscheinlich gar nicht unbedingt notwendig sind. Und deswegen finde ich persönlich bis wir so weit sind, dass wir verstehen, ob das notwendig ist, die überhaupt zu behandeln, diese Achselhöhle. Und ganz tief in mir drin bin ich der Ansicht, dass
therapeutisch ist das fast nie, eine Achselhöhle zu operieren. Die Frage ist die Diagnostik. Und wenn ich sowieso schon weiß, dass sie da noch einen Lymphknoten hat und deswegen eine postneoadjuvante Therapie braucht, ist die Frage, was bringt es mir noch, wenn ich noch 6 weitere oder 7 weitere entferne? Das ist es aber, muss ich auch, wie Frau Morrow hat das, muss man zugeben, richtig gute Daten gibt es dafür noch nicht. Aber emotional empfinden wir das schon alle. Und da ist ein Weg, ein Zwischenweg, der sicherlich auch von manchen beschritten wird und den die Strahlentherapeutin heute ganz stark nach vorne gebracht hat, Frau Kaida Persson, dann bestrahlt doch einfach die Achselhöhle. Wir sind viel besser als früher in der Bestrahlung von Strukturen. Wir können viel besser schonen. Wir sind natürlich auch, wenn wir die nicht radikal operiert haben, mit den Nebenwirkungen der Strahlentherapie nicht so hart dran. Das heißt, das wäre im Moment ein Zwischenweg, um lokale Kontrolle zu erreichen. Aber, das muss man ganz ehrlich sagen, richtige Daten haben wir dafür noch nicht. Aber auch da sind wir auf dem Weg der Deeskalation. Haben wir denn, gibt es denn Daten, was nach Bestrahlung, Achselhöhle, Lymphabflusswege und so, was da vielleicht auch langfristig oder auch verspätet, also mit einem Abstand, an Problemen bei Patienten auftreten? Ja, also das gibt es insofern, als natürlich Strahlentherapiestudien immer sehr lange nachbeobachtet werden, weil sich die Nebenwirkungen und Langzeitfolgen von Strahlentherapien eben auch langfristig erst zeigen. Deswegen fordern ja auch die meisten Strahlentherapeuten aus Safety-Gründen Nachbeobachtungszeiten von 10 Jahren mindestens, teilweise sogar 15 Jahre, manche Fachgesellschaften. Und es ist tatsächlich so, dass wir wissen, dass die Bestrahlung der Achselhöhle, ohne dass eine radikale Entfernung von mindestens 10 oder mehr Lymphknoten aus 2 Leveln stattgefunden hat, eigentlich ähnliche Nebenwirkungsraten hat wie auch eine Wächterlymphknotenbiopsie, während die Kombination aus einer Bestrahlung der Achselhöhle und der radikalen Operation eigentlich die schlimmsten Nebenwirkungen hat. Und die zeigen sich eben häufig nicht in den ersten 5 Jahren der Therapie, weil diese Prozesse, die durch eine Strahlentherapie angestoßen werden, eben längerfristiger sind und manche Patientinnen auch Jahre später erst kommen mit einem Lymphödem zum Beispiel. Das ist das, wovor wir besondere Angst haben. Aber wir sind relativ zuversichtlich, dass wir, wenn wir die Achselhöhlenchirurgie reduzieren in ihrer Radikalität, wir den Patienten keine unzumutbare Morbidität zumuten, wenn wir dann diese Achselhöhle noch bestrahlen. Was wir nicht machen sollten, ist beides eskalieren. Okay. Also wichtige Botschaft, beides möglichst nicht. Die wichtigste Botschaft ist, glaube ich, wir können auch in der Achselhöhle ganz viel deeskalieren. Wir versuchen das auch und wir glauben auch alle ganz tief im Herzen, dass wir da noch viel weiter gehen können. Wir müssen das aber schrittweise tun und müssen deswegen auch auf solche Mana wie Frau Morrow hören, weil wir natürlich auch nicht die Sicherheit der Patienten gefährden dürfen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man immer sagen, eine Maßnahme, und das betrifft alle Situationen mit der Achselhöhle, eine Maßnahme, bei der wir eigentlich glauben, dass sie keinen wirklichen therapeutischen Effekt hat, sondern einen diagnostischen Effekt, die muss sich genau prüfen, was die für Nebenwirkungen auslöst und im Zweifel Strategien entwickeln, um sie bleiben zu lassen. Und trotzdem bleibt am Ende die Patientin diejenige, die mitentscheidet, welcher Weg gegangen wird, oder? Das ist definitiv, gerade in den Situationen, die wir im Moment haben, wo wir zum Beispiel, wie ich einleitend gesagt habe, mit Patientinnen darüber sprechen, das bleiben zu lassen, ohne dass wir bis heute jedenfalls vernünftige Daten dafür gehabt haben. Das kannst du nur mit der Patientin zusammen entscheiden. Eigentlich kann ja alles nur die Patientin entscheiden. Die Beratung ist aber überall dort besonders komplex, wo die Datenlage unklar ist. Das heißt, ein Therapeut, der sich darüber im Klaren ist, dass die Datenlage unklar ist, berät eine Patientin, die von der Datenlage nichts weiß, aber am Ende des Tages eine Entscheidung treffen muss. Das sind sehr komplexe Beratungsgespräche, die ein schönes Beispiel dafür sind, warum Mammakarzinome in zertifizierten Zentren behandelt werden sollten, die sowas jeden Tag machen und die natürlich sich auch der unklaren Datenlage bewusst sind und damit überhaupt erst forensisch die Voraussetzungen schaffen können, durch eine entsprechende Aufklärung der Patienten einen individuellen Weg zu finden. Was für ein schöner Schlusssatz. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.